Genervt von der ewigen Parkplatzsuche? Gestresst vom täglichen Stau? Verärgert über den verpatzten Urlaub? Frustriert über lange Wege zur nächsten Haltestelle? Wie das auch anders geht, zeigen 4 Regionen in Österreich. Sie stehen im Fokus von Ultimob, dem Leitprojekt für innovative Personenmobilität. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Mobilität im Alltag, beim Pendeln und im Tourismus zu verbessern. Luise und Helmut mögen's abwechslungsreich, aber auch entspannt. Auf auf die Berg, eine ins Vergnügen, ab in die Natur und dann relaxen im Hotel. Ein Urlaub im Ötztal ist genau das Richtige für sie. Entspannt ist auch die Fahrt von der Area 47 zurück nach Sölden. Mit der lokalen App, auf der Einheimische viele Fahrgemeinschaften anbieten, haben sie eine Mitfahrt mit einer Mitarbeiterin vom Freizeitpark gebucht. Begeistert erzählen sie, wie einfach der Urlaub im Ötztal ohne eigenes Auto funktioniert. Am Mobilitätsknoten steigen Luise und Helmut dann wieder auf ihre E-Bikes um, die in den Rad- und Gepäckboxen sicher verwahrt waren. Da entdecken sie dann noch eine Werbung für das neue, fahrtensparende Gepäckservice. Das war doch etwas für den Winterurlaub von ihrem Sohn Simon. Die Nachricht, die ist schon unterwegs. Die Mobilität von morgen hat schon begonnen. Im Projekt Ultimob werden intelligente Lösungen für den Alltag, das Pendeln und den Tourismus getestet und auf Österreich ausgerollt. Sie möchten auch ein Mobilitätsprojekt umsetzen oder verbessern? Dann nutzen Sie das Innovationsbarrieren-Tool. Barrieren, Chancen und Risiken werden identifiziert und Lösungen aufgezeigt.